Yo, home willkommen zurück zu einer weiteren Woche auf dem Collector Cave Kanal, meine Freunde. Wir werden heute jeden einzelnen Punkt zusammen durchgehen, den ich vorbereitet habe. Allerdings natürlich, wie immer, die Kommentare der letzten Woche, die ihr geschrieben habt. Dort habe ich wieder zwei Stück rausgesucht und beginnen werde ich dort mit dem Kommentar von Janis. Dieser schreibt, danke, dass du die Infos zu den neuen Karten raushaust, also das bezogen auf Yugi News. Und da, dort natürlich erstmal riesen Dankeschön für das Feedback. Des Weiteren dachte ich mir, passend zu diesem Kommentar eine Abstimmung zu machen, was Yugi News im Allgemeinen angeht. Schreibt gerne mal in die Kommentare oder ich mache hier oben eine Abstimmung. Wenn ein i eingeblendet wird, dann werde ich eine Abstimmung machen. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Und zwar, gefällt es euch, dass ich Yugi News mache oder sagt ihr eher weniger? Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr Yugi News sehen möchtet. Die Woche kommt dort natürlich auch drauf an, was Konami released und veröffentlicht an neuen Karten, an neuen Sets etc. Ich dachte mir, ich verbinde das Ganze einfach mal mit einer Abstimmung. Des Weiteren ein Kommentar von Irano und diesen feiere ich mega, das Ganze bezogen auf die Eternity Code Challenge. Wer das Video noch nicht gesehen hat, checkt das gerne mal aus. Waren eigentlich relativ coole Puls dabei und er schreibt dazu, zieht Linkkreuz, in Klammern, teuerste Ultra Rare des Sets. Beschwert sich allerdings dann, dass er Lobdre will, also ich. Und ja, erstmal feiere ich mega den Kommentar. Aber ihr wisst ja auf jeden Fall, erstmal verkaufe ich keine Karten, also sind mir eigentlich Preise relativ egal. Das Ganze finde ich natürlich trotzdem interessant, was die Karten so an Wert haben, zumindest Geldwert. Für mich hat das Ganze nochmal so einen emotionalen Wert, wenn man sie halt selber zieht, finde ich zumindest. Und ich hätte schon lieber gerne den Lobdre gehabt, als jetzt hier den Linkkreuz, um halt das Generator Deck halt zu vervollständigen und dementsprechend dann auch einen Deckbefall hochzuladen. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal zum Uploadplan, also wenn wir da angelangt sind. Aber das war es jetzt zu den Kommentaren, hat mich wie immer gefreut, diese Woche eure Kommentare zu lesen, sie zu beantworten und hier auch wieder zwei rauszusuchen. Des Weiteren kommen wir jetzt zu Yugi News. Ist zwar nur eine Sache, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und zwar, das Structure Deck der Vertrauten hat coole News bekommen. Zwar nicht für, sag ich mal, Main Monster, Extra Deck Monster oder Zauber Fallenkarten, sondern 5 Tokens, meine Freunde. Ich werde das Ganze hier jetzt immer einzeln einblenden. Und die Artworks sind wirklich mega genial. Ich feiere die extrem. Es ist auch irgendwie so, als würden sie auf den Artworks so eine Geschichte erzählen, zusammen mit den Vertrauten und halt den Magier-Mädchen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie sie heißen, aber das Ganze erzählt so eine Geschichte und das finde ich cool. Könnte natürlich dann auch eine richtige Lore entstehen. Ich freue mich wirklich mega auf dieses Structure-Deck, Leute. Schreibt einfach mal eure Meinung zum Structure-Deck der Vertrauten in die Kommentare, im Allgemeinen auch gerne zum Thema. Und natürlich zu den Artworks dieser 5 Tokens. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar möchte ich eine Sache ansprechen. Diejenigen, die jetzt, sag ich mal, neu auf den Kanal gestoßen sind, kennen ihn vielleicht nicht, aber Yugi Dude, er hat mir nämlich schon öfter einen Brief zukommen lassen mit Karten drinne, die auch, sag ich mal, echt nicht ohne waren. Des Weiteren möchte ich jetzt darauf eingehen und zwar hat er einen Cardmarket-Account. Dort heißt er JulieBlink182. Ich hoffe, ich habe das Ganze hier richtig ausgesprochen. Ich werde es aber auch hier einblenden. Und eventuell, wenn ihr beim nächsten Mal halt eine Kartenmarke-Bestellung macht, könnt ihr einfach mal auf seinen Account vorbeischauen und eventuell die eine oder andere Karte vielleicht noch mitnehmen. Würde mich natürlich freuen und natürlich auch hier den Yugi Dude supporten. Und das Ganze dazu wollte ich einfach nochmal by the way erwähnen. Jetzt kommen wir zu der Unboxings-Auswertung bzw. welches System wir machen möchten. Dort habe ich auch Vorschläge noch mit rausgesucht, aber erstmal zu den zwei Punkten und zwar ein Display normal, den Rest nur Highlights. Dort gab es 2 Stimmen, so wie ich das rausgefiltert habe. Und dann für jedes Display ein einzelnes Video zu machen, aber dafür auf jede Karte, sag ich mal, einzugehen. Natürlich nicht immer wieder auf die gleiche Karte eingehen, weil das macht natürlich nicht wirklich Sinn. Vor allen Dingen finde ich den zweiten Punkt jetzt hier für Hauptsets. Bei Cummins zum Beispiel ist sehr schwer, dennoch hat das Ganze hier 3 Stimmen bekommen. Das andere halt nur 2. Also das schon mal, sage ich mal, eher gesehen, das System, sage ich mal. Aber bevor wir da mehr drauf eingehen, jetzt nochmal kurz die Vorschläge. Und zwar hat hier einmal Yami Nitram den Vorschlag gemacht, 2 Displays, alle Booster mischen und das Ganze dann mit meiner Frau unboxen. Ist ein cooler Vorschlag.
Ist aber auch abhängig davon, ob meine Frau Zeit hat und wie viele Displays ich halt da habe. Ist aber an für sich, wie ich finde, eine coole Idee und ist immer auch irgendwie, sag ich mal, ein bisschen spannender, wenn mehrere beim Unboxing dabei sind. Schreibt eure Meinung, was das angeht, auch gerne mal in die Kommentare. Und dann noch ein Vorschlag von Luke Ars. Dieser schreibt, zwei Displays miteinander vergleichen, also zwei Displays und die dann am Ende miteinander vergleichen. Habe ich ja auch schon öfter gemacht, also welches Display quasi bessere Karten enthalten hat. Und ich finde eigentlich dieses System so mit am coolsten. Für mich selber auch sehr interessant und eventuell machen wir das Ganze so und zusätzlich aber das mit dem Vorschlag, für jedes Display ein einzelnes Video zu machen, aber halt nur bei dem ersten wirklich richtig auf alle Karten einzugehen. Zumindest bei den Comments, weil die wiederholen sich ja immer und immer wieder. Wenn ich zum Beispiel beim ersten Display vergessen habe, auf eine bestimmte Common einzugehen, kann ich das natürlich nachholen und beim zweiten Display halt diese bestimmte Common raussuchen und auf die vielleicht nochmal richtig eingehen, wenn ich halt was dazu sagen habe. Natürlich habe ich auch nicht zu jeder Common irgendwie was zu sagen, Informationen oder irgendeine Geschichte dazu. Weil mich interessiert natürlich auch nicht jede einzelne Karte. Also im Nachhinein schon, weil jede Karte hat seinen bestimmten Wert. Aber man kann sich bei 100 Karten zum Beispiel, also bei einem Hauptset natürlich, schwer auf jede einzelne Karte konzentrieren. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt haben wir nicht wirklich so, sage ich mal, rausgefiltert, was jetzt das perfekte System ist für das Unboxen. Von daher dachte ich mir, ich stelle jetzt hier diese Vorschläge vor. Zusätzlich mache ich halt das mit den beiden Punkten. Und dann machen wir zusätzlich diese Woche nochmal weiterhin, ja, diskutieren wir darüber, was ein gutes System ist und was sich die meisten wünschen, wie ihr es einfach am besten findet. Natürlich muss ich auch damit einverstanden sein, das Ganze natürlich auch umsetzen können, wie zum Beispiel jetzt, dass meine Frau auch nicht immer Zeit hat, was das Unboxen angeht und in den Videos dabei sein. Von daher verlängern wir das Ganze einfach nochmal eine Woche. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht übel und seid damit einverstanden. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Uploadplan. Und der ist ziemlich interessant, wie ich finde. Erst einmal Montag natürlich, das Video von heute, sollte klar sein. Und dann haben wir hier Dienstag und zwar das letzte Display Eternity Code zusammen mit meiner Frau. Und da ist ein Pull entstanden, der wirklich extrem krank ist, Leute. Also verpasst dieses Video nicht. Schaut da am Dienstag vorbei, also quasi morgen. Da war ein richtig geiler Pull, Leute. Ich sag, wie es ist. Also, mega Hype. Und dann kommen wir zum Mittwoch. Yuginos zum Thema Drachma, die wir im nächsten Hauptset Rise of the Duelist bekommen. Genau. Und dies ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was so mit dem Exadeck spielt, aber zusätzlich irgendwie auch Anti-Exadeck. Es ist wirklich sehr interessant. Also, würde mich freuen, wenn ihr dort eure Meinung mit in die Kommentare schreibt und euch natürlich das Video anschaut. Dann Donnerstag Dual Overload Unboxing, auch zusammen mit meiner Frau. Und das ist auch das letzte, also die letzte Box von Dual Overload. Sind allerdings dennoch coole Pulls mit dabei gewesen. Und dann Freitag nochmal Yuginews. Ich habe jetzt hier nicht aufgeschrieben, zu welchem Thema. Aber seid gespannt drauf. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, zu welchem Thema ich das hier gemacht habe. Alzheimer kickt, Leute. Nee, Spaß beiseite. Aber schaut da gerne vorbei dann. Samstag und ja, endlich mal wieder ein Duell, meine Freunde. Zusammen mit Shinsuke. Ja. Welches Deck ich gespielt habe, verrate ich noch nicht. Eventuell kann sich der ein oder andere das denken, vielleicht, wer weiß. Und Shinsuke spielt Salamangreat, also Fragezeichen-Deck gegen Salamangreat und quasi auch wieder das erste Duell, so richtig wie ein paar Spielfehler gemacht. Nimmt uns das Ganze nicht übel, aber ihr könnt es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir vielleicht noch so falsch gemacht haben, aber ich denke mal, ich werde das auch mit bei diesem Video nochmal in einen einzelnen Kommentar mit anschreiben, was wir oder was mir aufgefallen ist, was wir falsch gemacht haben, als ich das ganze Video halt geschnitten habe, weil da sind schon ein paar Spielfehler dabei gewesen, wo ich mir dachte so, what the fuck, aber hey, keiner ist perfekt und vor allen Dingen bin ich, was die Routine angeht mit Duellen, nicht wirklich drin. Ich möchte aber gerne öfter Duelle machen, vor allen Dingen, wenn wir einen PC haben, meine Freunde, können wir zusammen streamen. Duel Pro heißt es ja, zusammen zocken, also Duelle gegeneinander machen, das ist natürlich ziemlich cool. Oder auch im Allgemeinen so eine Serie vielleicht machen mit Duel Pro, dass ich immer einen rauspicke von euch und gegen den dann quasi ein Duell mache. Oder irgendwie zusammen ein Deck erstellen und das Ganze dann testen etc. Das kann man halt einfach mit einem PC machen und für den spare ich ja momentan, wenn ihr das Ganze, sag ich mal, mitverfolgt, was das angeht. Und soweit zu Samstag. Jetzt kommen wir zu Sonntag und zwar
Ein Deckbefall zu Sky Striker ist ein kleiner Spoiler, was das Duell angeht. Schon zu viel verraten, denke ich mal. Ich würde sagen, wenn euch die Woche gefallen hat, oder beziehungsweise euch die Woche gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr einen aktiven Daumen auf dieses Video da lasst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne einen Dislike da lassen. Bitte auch nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wiederschauen und reingehen.